Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns einer Situation widmen, die Dymo Level Writer betreffen. So, wir gehen jetzt einfach mal ganz pragmatisch und von vorne gehen wir mal die Sache an. Sie haben einen Dymo Level Writer. Sie haben natürlich auch Ihre Dymo Level Writer Software installiert, die Sie jederzeit aufrufen können und von der Sie auch drucken können. In unserem Beispiel habe ich die Dymo Level Writer Software 8.5 installiert. So. Das heißt, es ist alles da, es funktioniert auch über die Software. Jetzt wollen Sie natürlich, oder andersrum, Wabi bietet Ihnen die Möglichkeit, da diese Software, die wir nun vor uns sehen, hier fremd zu steuern. Das heißt, Sie können im Dymo Level Writer, also das heißt hier im Designer, können Sie Ihre Etiketten bearbeiten, designen, wie immer Sie Lust und Laune haben. Und Wabi kann dann sagen, du liebe Dymo Level Writer Software, drucke bitte das eine oder andere Etikett aus. Und die Daten werden on the fly vom Wabi an die Dymo Level Writer Software übergeben. So, obwohl Sie es installiert haben, und wir machen jetzt einfach mal genau die Situation, wenn Sie nun drucken wollen, ich will jetzt einfach mal für unseren Testkunden hier da irgendwas drucken, drucken, nicht suchen, okay. So, sagt Wabi, hey, Dymo Label Writer auf Ihrem System nicht gefunden, obwohl der auch in den Systemeinstellungen eingetragen ist. Jetzt können Sie natürlich sagen, blödes Wabi. Also Hardware, Drucker. Das heißt, und wir haben hier unseren Dymo Label Writer drin. Okay, also es sieht ja alles eigentlich ganz gut aus. So, woran liegt es dann? Und diese Problematik möchten wir an dieser Stelle lösen. Um das Ganze lösen zu können, gehen wir jetzt mal auf die Dymo Label Writer, also auf die Dymo Software. Auf die Dymo Homepage, wo Sie natürlich die Software herunterladen können. Für Ihren dementsprechenden Drucker, Dymo Label Writer 400 haben wir in unserem Beispiel hier. Genau. Und dann hier bei Software. Und wenn wir hier bei Windows einmal reinschauen, sehen wir schon, dass es hier zwei verschiedene Versionen gibt. Zum Stand heute ist der 28.02. gibt es die Version 7.8 und die Version 8.31. So, jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum gibt es die 7.8? Ganz einfach. Weil neuere Versionen, die unter Umständen auf 64-Bit laufen, nicht COM-kompatibel sind. Das bedeutet, eine Fernsteuerung lassen diese nur schwer oder überhaupt nicht zu. So, deswegen, was gibt es dann für eine Lösung? Die Lösung ist so einfach. Sie deinstallieren die Version 8.x und installieren die Version 7.8. Jetzt können Sie sagen, ja, aber die 8. ist doch schön. Ja, klar, ist die schön. Ohne Frage, aber es geht doch hier um den Zweck. Sie wollen eine Software fremdsteuern und es geht halt mit der Version 8.x anscheinend nicht. Weil mit der Version 8.0 ging es noch und ab der Version 8.1 ging es plötzlich nicht mehr. Also das heißt, Dymo muss ja da irgendwas verändert haben von der Ansteuerung her. Und um dem einfach aus dem Weg zu gehen und trotzdem diese tolle und praktische und geniale Funktionalität der Fremdsteuerung zu nutzen, installieren Sie halt einfach die Version 7. Ist doch kein Ding. Dazu laden Sie natürlich die Software herunter. Sie klicken hier auf Dymo Software 7.8, wählen weiter unten die Sprache aus. Deutsch wäre mal schön. Wir sagen hier Speichern unter und ja, das mache ich. Dymo 7.8, so nenne ich das. Ja, installiere ich mir hier. Der lädt das ganze Ding runter, das geht ja relativ schnell. Und wir müssen natürlich nun unsere Installation, die wir jetzt schon auf unseren Rechner haben, rückgängig machen. Zuallererst gehe ich her und sage hier, das Gerät will ich entfernen. Ja. Und nun gehe ich in die Systemsteuerung, gehe unter Programme und Futures und deinstalliere nun die Dymo-Software. Nun entzippe ich die Datei, die wir heruntergeladen haben. Ich persönlich verwende den 7-Zipper, den Sie sich im Übrigen kostenlos herunterladen können, der auch nichts kostet. Im Gegensatz zu anderen kostenpflichtigen ZIP-Programmen ist der wirklich sehr gut. Können Sie auch natürlich auf verschiedene Sprachen einstellen. Okay, ich sage jetzt mal hier Extract Files. Okay, und nun habe ich mein Verzeichnis da. Ich gehe jetzt hier meinen Installationsordner und nun sollten wir irgendwo eine Anwendung haben. Die Installationsexe sieht doch gut aus. Okay, die will ich nun ausführen. So, wir installieren das ganze Ding. Ich installiere das natürlich nicht auf mein C-Laufwerk, sondern ich habe hier eine separate Platte.
und sag, mach mal. So, jetzt installiert er. Nun wähle ich meinen Anschluss aus. Okay. Ah, das habe ich abgebrochen. So, wenn diese Meldung kommt, sollten Sie Ihren Drucker anschließen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, ich nehme jetzt hier einen USB-Port und packe den Drucker rein. Und jetzt tut sich auch schon was. Wir sehen nun, dass Windows jetzt eine Geräteinstallation vornimmt. Dymo Label Writer Software sagt mir, pass mal auf, wurde erfolgreich installiert. Sehr gut. Und wir warten natürlich jetzt ab, bis die Geräteinstallation hier von Windows durchgeführt wurde. Und wir sollten dann hier alle Steuerungselemente, Geräte und Drucker. Wo haben wir es? So, wir sollten jetzt dann hier irgendwo unseren Dymo Label Writer irgendwann hier drinnen haben. Na, das sieht doch schon gut aus. Jetzt ist er durchgelaufen. Wir haben tatsächlich jetzt hier unseren Dymo Label Writer drin. Cool. So, das idealerweise sollten Sie natürlich jetzt Ihren PC neu starten. Das empfehle ich Ihnen generell, weil nach jeder Installation oder nach jeder Deinstallation können noch Reste auf dem PC sein oder einfach Komponenten beim Start werden erst beim Start von Windows geladen. Wir sind jetzt einfach mal optimistisch und starten Wabi und sagen, Windows hat schon alles geladen. Denn nur wenn natürlich Dinge im Windows verfügbar sind, initialisiert sind, dann kann Wabi auch darauf zugreifen und diese Dinge verwenden. Wir sollten jetzt dann, nachdem wir uns eingeloggt haben, die Systemeinstellungen in der Kartei KT Hardware Drucker nochmal kontrollieren, ob unser Dymo Label Drucker immer noch in der Liste drin steht. Administration, Systemeinstellungen. Nun gehen wir auf Hardware Drucker. Da haben wir unseren Dymo Label Writer immer noch drin, sehr gut. Und jetzt gehen wir mal ganz pragmatisch auf Kunden und sagen Drucken. Hier gehen wir auf Etikett und sagen Drucken. Und schau an, und jetzt ist genau das passiert, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Wabi hat gesagt, Windows gibt mir eine Dymo-Instanz. Das heißt, gib mir den installierten Dymo-Drucker. Und Dymo sagt, da hast du ihn, liebes Windows. Und Windows gibt es also an die Wabi weiter. Und Wabi kann Ihnen nun hier den Drucker zur Verfügung stellen. Und Sie können jetzt über Felder deklarieren gehen und können dann dementsprechend Ihre Labels, Ihre Etiketten anpassen. Für das Anpassen von Etiketten verwenden Sie bitte Ihre Dymo-Software. Und die starten wir einfach mal ganz kurz. So, ich habe die jetzt einfach mal in die Mitte gezogen. Wir starten die. Okay, zugegeben, sie ist vielleicht nicht ganz so hübsch, aber sie kann genau das gleiche wie die andere. Okay, die neueren Versionen sind halt einfach von der Oberfläche her hübscher. Ja, ohne Frage. Aber wir wollen ja hier jetzt halt nicht in der Software. Wir wollen hier ein Etikett erstellen. Wir wollen Etiketten drucken. Und wir wollen jetzt nicht gerade den Schönheitspreis von der Oberfläche der Bedienung her vielleicht gewinnen. Hier kann ich ganz einfach auch den Designer einschalten, Etiketten-Editor, Designer einschalten. Und nun habe ich die ganzen Objekte auch da, die halt in der neuen, in den 8er Versionen auf der rechten Seite sind. Ja, egal. Und dann kann ich also hergehen und kann hier tatsächlich im Designer mein Etikett layouten. Und dazu bitte ich Sie einfach, die anderen Videos anzuschauen, wo wir das auch kurz anschneiden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Tschüss!